Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Für alle, die mich noch nicht kennen und neu auf meinem Kanal sind, hi, ich bin Vicky Lash, ich bin Make-up-Artist und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um Beauty und Make-up. Heute habe ich ein ganz besonderes Tutorial für euch und zwar diesen Look. Und der wurde nicht mit irgendeiner Lidschattenpalette geschminkt, sondern mit meiner eigenen MAC X Vicky Lash Lidschattenpalette. Ich kann es gar nicht glauben, wie toll ist das. Ich habe mit MAC Cosmetics gemeinsam diese Auswahl an vier wunderschönen Lidschatten zusammenstellen dürfen. Diese Palette spiegelt mich aber sowas von wider. Und wenn ihr diesen Look euch mal so ein bisschen anschaut, dann werdet ihr sehen, okay, das ist Vicky oder das ist Vicky. Warm, bronzy, sexy, glowy, das alles, was ich mir wünsche, ist hier drinnen verpackt und ich bin mega stolz, ich bin mega glücklich und ich bin extrem dankbar, dass ich diese Collection mit MAC umsetzen durfte. Ich zeige euch natürlich alle Farben im Detail und wie ich diesen Look geschminkt habe. Das ist übrigens so der Kampagnenlook, also das Foto, das ihr von mir sehen werdet, wenn ihr auf die MAC Cosmetics Seite geht. Ich freue mich wirklich sehr von euch zu lesen, was ihr davon haltet, ob ihr die Farben auch bei mir gesehen hättet oder nicht oder was ihr da so schon spekuliert habt. Wild, es wurde ja schon einiges ausgetauscht auf Social Media die Monate zuvor. Dann hat es auch ein paar Detektive gegeben, die schon so ein bisschen gemunkelt haben, weil die Fotografin, die ich damals gepostet habe, natürlich die offizielle MAC-Fotografin ist. Also ja, aber jetzt ist es draußen. Es geht um dieses wunderschöne Schätzchen hier und diesen Look, den ersten Look, den ich damit geschminkt habe. Ihr könnt euch aber sicher sein, ihr habt es. Die Lidschattenpalette ganz, ganz oft schon auf Instagram gesehen. Falls ihr mir dort nicht folgt, ich blende euch hier meinen Namen ein. Dort seid ihr immer up to date, also folgt mir dort sehr, sehr gerne auch. Das ist, ja, da kommen die ganzen Infos ja her. Eigentlich muss ich da kurz noch eine Story dazu erzählen, weil ihr seid schuld an dieser Palette. Ja, richtig gehört. Alle, die sich noch erinnern können, ich hatte vor vielen Monaten, irgendwann letztes Jahr im Sommer, ein Live mit MAC Cosmetics Austria mit der lieben Katrin und meine Make-up-Lovers hatten gemeint, hey, wie wär's, wenn MAC mit der Vicky Lash mal eine Collection machen würde? Und sie haben euch gehört. Ihr wurdet gehört und ich durfte diese vier wunderschönen Lidschatten in meiner eigenen Kollektion zusammenstellen und die ist ab sofort erhältlich. Das heißt, klickt unten gerne in die Infobox oder schaut gleich auf maccosmetics.at und dort könnt ihr die Palette dann shoppen. Ist absolut eine limitierte Stückzahl, das heißt, es ist eine ganz, ganz kleine Auflage. Oh Leute, jeder, der eine haben möchte, bekommt hoffentlich eine. Und ja, ich bin mega stolz und freue mich riesig. Und möchte jetzt gar nicht mehr weiter labern. Kommt, wir schauen uns an, wie ich den Look geschminkt habe. Viel Spaß! Leute! Ich sag's euch, ich habe mich schon so drauf gefreut, dieses Video zu drehen. Ich werde euch so ein bisschen Tipps auch mitgeben, wie ich mich beim Fotoshooting geschminkt habe. Aufpassen, es ist schon wirklich stärker, als man denkt. Also es ist auf jeden Fall mehr, als was man für ein Alltags-Make-up braucht, ja? Nachdem ich nicht der allergrößte Primer-Fan bin, ich glaube, das wisst ihr mittlerweile, sondern eher wirklich auf reichhaltige Feuchtigkeit achte, habe ich meine komplette Pflegeroutine sowieso schon vorhin erledigt im Badezimmer. Aber was ich super gerne mache, bevor es wirklich ans Make-up-Schminken geht, wenn es wirklich gut haften muss, ich verwende so ein Fixing-Spray. Meistens verwende ich einfach das von MAC, das Fix Plus. Ich habe heute das Magic Radiance in Verwendung. Das habe ich euch in den Stories schon mal gezeigt. Das ist nämlich mit Vitamin C angereichert. Und mega, mega pflegend und sorgt für so einen schönen Glow einfach schon unter dem Make-up. Natürlich muss die Deckkraft vom Make-up bei einem Foto dementsprechend höher sein. Und deswegen verwende ich super gerne zum Auftragen von Foundation, wenn es um Foto-Make-up geht und nicht so super, super leicht für den Tag sein muss, einen Beauty-Blender oder ein Beauty-Schwämmchen. Da habe ich jetzt ein ganz neues von Look by Pieper Professional. Pieper ist ja die Drogerie-Eigenmarke in Österreich. Und das ist so, so gut. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist ein ganz andersartiger, texturierter Schwamm. Anders als mein klassischer schwarzer Beauty-Blender. Wo habe ich ihn? Irgendwo. Er fühlt sich einfach ganz anders an und stempelt viel besser das Produkt auf die Haut.
Was ich beim Fotoshooting verwendet habe, meine heißgeliebte Clinique Even Better Foundation. Allerdings die ganz klassische Even Better, die trage ich, wie gesagt, jetzt mit dem Beauty Blender auf, weil da bekommst du automatisch, wenn du so drückst und die Foundation einarbeitest, eine bessere Deckkraft als mit einem Pinselchen alleine. Passend dazu verwende ich den Clinique Even Better Concealer, der ist auch mit Hyaluron angereichert. Alles, was so pflegt und ein pflegendes Make-up natürlich auch ist, hilft euch halt über den Tag nicht so crusty zu wirken oder damit das Ganze so eintrocknet, weil das sieht man natürlich auf Fotos. Das heißt, alles, was so schön reichhaltig und prall macht, Achtung mit Glitzer, das wollen wir nicht unbedingt, aber reichhaltig Glow und alles, was prall Feuchtigkeitsspeicher auffüllt, ist immer sehr, sehr erwünscht bei Fotoshootings. Ein paar Stellen habe, die ich noch stärker abdecken möchte, verwende ich auch den Concealer in meiner Hautfarbe und gehe da einfach nochmal zusätzlich drüber. Also hier habe ich ein bisschen helleren Concealer verwendet und für alle anderen Stellen den Concealer in meiner Hautfarbe. Haut ist ja mega, mega wichtig. Also dadurch, dass ich nicht auf so extreme Beauty-Retusche stehe, war es mir wichtig, dass die Haut wirklich aussieht wie Haut, aber auch so eine schöne Textur bekommt und wirklich ebenmäßig wirkt. Und deswegen ist halt einfach Pflege, Pflege, Pflege und dann auch noch pflegende Foundations und pflegender Concealer. Das ist halt einfach etwas, was ich nicht nur im Alltag sehr, sehr schätze, sondern gerade auch, wenn es um Fotos geht. Und man darf ja nicht vergessen, je besser du geschminkt bist, umso weniger Arbeitsstunden laufen da in die Nachbearbeitung. Und das ist ganz wichtig, ein ganz großer, wichtiger Punkt. Deswegen werden ja Make-up-Artists gebucht, sonst würde man ja alles in der Nachbearbeitung machen. Nur diese Stunden kosten auch sehr, sehr viel Geld. Und natürlich sind die Grafiker da auch immer ganz dankbar, wenn sie da nicht ewige Stunden dran sitzen müssen, um jetzt eine schöne Beauty-Retusche oder eine schöne Haut zu retuschieren. Danach fixiere ich mal die Foundation und vor allem den Concealer unter dem Auge einfach mit meinem Charlotte Tilbury Puder. Ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen länger, das heißt, ihr wisst ganz genau, dass ich vor dem Bronzer oder jeglicher Kontur gerne den Highlighter auftrage, um da wirklich Kontrolle über das Hell und Dunkel zu haben. Weil wenn man Highlighter oder sprich jedes glänzende Produkt danach erst auftragt, dann reflektiert das viel zu stark und gerade bei Fotos absolutes No-Go. Und da kommt zum ersten Mal meine Palette zum Einsatz. Und zwar verwende ich die Farbe Naked Lunch. Dieser schöne, helle Schimmerton, der kommt jetzt zum Einsatz. Den trage ich mit einfach so einem kleinen, fluffigen Pinsel auf. Wow! Ich muss sagen, das ist einfach die perfekte Mischung aus Champagnerton, bisschen goldigeren Unterton. Also es ist schon warm. Es geht aber definitiv auch für kühle Typen. Schaut mal, das ist wirklich so ein Frost. Gott, ich liebe es. So ein bisschen über den höchsten Augenbrauenpunkt. Die machen wir dann auch gleich, die Augenbrauen. Also ja, ihr seht, diese Palette ist schon jetzt sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Ich zeige euch natürlich dann noch ein paar Tricks mit anderen Farben und wo ich die überall im Gesicht aufgetragen habe beim Kampagnen-Shoot. Bisschen natürlich aufs Näschen und auf den Lippenbogen. So, jetzt trage ich den Bronzer auf und wärme mein Gesicht auch schön auf. Und da verwende ich von MAC Give Me Sun, das Skin Mineralize Powder. Und das trage ich ganz großzügig so unter meinen Wangenknochen auf und entlang der Schläfen. Ich habe mein Gesicht schon ordentlich aufgewärmt für das Foto, muss ich schon dazu sagen. Aber wir wollten auch genau diesen Look, oder ich wollte unbedingt diesen warmen Bronzy-Look, weil diese Palette spiegelt mich halt einfach zu 100% wider. Und alle, die mich kennen, hätten sich genau das auch denken können, oder? So, jetzt zeige ich euch aber einen Mega-Tipp, den ich auch beim Fotoshooting gemacht habe, denn die Farbe Espresso ist ein kühlerer Braunton, ein sehr universal einsetzbarer Braunton. Zeige ich euch natürlich auch noch, was ich da im Augen-Make-up damit alles anstellen kann. Aber den habe ich auch ein bisschen zum Konturieren verwendet und deswegen nehme ich mir so einen dichten Pinsel und setze mir da eine schöne, dichte Kontur hier drunter. Und ja, das ist ein sehr kühler und sehr starker Ton und deshalb muss man da auch wirklich schön ausblenden und aufpassen, weil es sind natürlich Lidschatten, das heißt, die sind halt extrem stark pigmentiert. Und gerade beim Fotoshooting war das natürlich sehr von Vorteil, weil jede Kontur, die du setzt, muss wirklich sehr stark sein, damit du die dann auch wirklich siehst mit dem ganzen
Blitzlicht. So, jetzt ziehe ich mir noch schnell meine Augenbrauen nach. Das habt ihr schon tausendmal gesehen. Wen es wirklich interessiert, ein Augenbrauenvideo verlinke ich euch sehr gerne hier. Und dann sind wir gleich zurück mit dem Augen-Make-up. So, und jetzt geht's ans Augen-Make-up. Und da verwende ich heute als Base, weil die ist super, super wichtig, damit Lidschatten gut haften und auch lang halten, einen Paintpot von MAC, und zwar Soft Ochre. Das ist so ziemlich genau die Farbe vom Hintergrund. Ist eine schöne Basisfarbe. Und die trage ich einfach ganz grob und großzügig bis unter die Augenbraue auf. Zack, so flott geht das. Ich starte mit Naked Lunge, und zwar unter der Augenbraue und im inneren Augenwinkel. Jetzt ziehen wir quasi da das Highlight zusammen unter der Augenbraue, hier über der Augenbraue. Jetzt gehört das da alles schön zusammen. Und hier ganz innen, so einen richtig schönen Highlight-Punkt. Dann kommt die Farbe Antiqued. Das ist dieser wunderschöne, bronzy-rötliche Ton, einfach aufs komplette bewegliche Augenlid. Und das ist so wunderschön, ich zeig's euch. Wir packen das jetzt mit einem flachen Lidschattenpinsel so richtig schön auf das komplette bewegliche Lid. Wow! Liebe ich. Antique ist einfach so eine sexy Farbe. Das ist, ich kann es nicht mal wirklich beschreiben. Es ist Bronze, aber auch rot. Es ist dunkelbraun. Es ist einfach, es ist so wow. Es ist einfach wow. Dann nehme ich gleich einen Blenderpinsel und blende die Kante da drinnen auch ganz weich. Ihr könntet das eigentlich schon als einzelnen Look haben, einfach nur die zwei übereinander, die zwei Lidschatten miteinander, und mega, mega schön. Aber ich möchte euch noch eine super schöne Farbe zeigen, die ich unbedingt in die Palette geben wollte. Und was auf jeden Fall drinnen sein musste, ist dieser Ton hier, dieses wunderbare Orange. Orange ist schon seit immer einfach ein absoluter Highlight-Ton, eine Lieblingsfarbe von mir, die halt so ein warmes Make-up noch viel interessanter macht. Farbe in einer Palette zu haben ist natürlich, jeder hat so seine Nude-Paletten und alles super easy, aber mit der Farbe kannst du halt so vielseitig was machen. Du kannst es auf das untere Lid geben als wirklich einen schönen Farbtupfer, du kannst es im Innenwinkel verwenden, du kannst es als Liner verwenden. Und ich mag es aber ganz gerne auch als All-Over, also wirklich so, um die Augenfarbe damit einzurahmen. Und was natürlich ganz schön ist, jeder, der so einen leichten Grünstich im Auge hat, mit Orange holst du halt Grün noch schöner raus. Und deswegen ist es halt einfach, ja, meine Palette. Also kommt hier so Old Right Now, hier ganz weich drüber geblendet. Es ist einfach so ein Sommerlook schon fast. Entweder Herbst oder Sommer. Also man kann es sich echt aussuchen. Für mich passt das wirklich überall dazu. Und so Hot Right Now kommt natürlich auch gleich so ganz weich aufs untere Augenlid, um das so schön einzufassen. Übrigens hat so Hot Right Now ist matt. Also da habt ihr keinen Schimmer oder irgend sowas drin. Das ist eine schöne matte Farbe, die halt, ja, so universell einsetzbar ist. Und ich zeige euch ja natürlich gleich, was ich noch mit der Farbe mache. Nämlich nehme ich mir einfach einen Rouge-Pinsel. Und ja, natürlich hatte ich genau diese Farbe auch auf den Wangen. Einfach um den ganzen Look so ein bisschen monochromatic zu machen. Na klar, habe ich die als Rouge auch beim Fotoshooting getragen. Und die vierte wunderbare Farbe hier drinnen ist Espresso. Hatten wir schon als bisschen Kontur und kommt jetzt quasi mit einem kleineren Blenderpinsel von ganz außen schön dunkel hier einschattiert. Und das ist einfach ein toller, toller Universal-Lidschatten. Ich zeige euch auch gleich, was ich noch damit gemacht habe. Und jetzt zeige ich euch einen Trick, den ich halt mega schätze an den MAC Lidschatten. Ihr könnt den nämlich auch nass oder feucht anwenden. Und dafür nehme ich mir jetzt einfach auch wieder einen Fix Plus und einen abgeschrägten Pinsel, sowas. Und mache den Pinsel so ein bisschen nass. Und Espresso verwende ich natürlich auch als Lidstrich. Also da könnt ihr dann wirklich so in einer Ecke
hergehen und den Lidschatten einfach feucht verwenden. Dann habt ihr einfach, es geht übrigens mit allen Lidschatten aus der Palette logischerweise, aber dann habt ihr einfach einen Eyeliner in eurer Lieblingsfarbe. Habe ich auch schon mit So Oat Right Now gemacht, also ein orangener Eyeliner ist natürlich auch mega geil. Aber da kann man dann halt einfach direkt mit einer Palette den kompletten Look machen. Ich betone auch sehr, sehr gerne einfach noch da ganz am äußersten Drittel, auch beim unteren Augenlid, direkt an den Wimpern mit dem nassen Espresso-Lidschatten. Die Wimpern tusche ich mit der neuen MAC Stack Mascara. Für die Lippen habe ich den Lip Liner von MAC in der Farbe Oak verwendet. Und getoppt habe ich das Ganze mit so einem kleinen Mini-Lipgloss von MAC. Natürlich muss man im Fotoshooting noch ein bisschen mehr Rouge auflegen. Also das glaubt ihr gar nicht, wie viel Rouge ich an dem Tag oben hatte. Beziehungsweise wie viel von So Oat Right Now. Gerade Rouge und Kontur ist einfach super, super wichtig bei einem Fotoshooting, um auch wirklich Gesichtsformen zu erkennen. Ein schönes Augen-Make-up ist das eine, ein Gloss auf der Lippe ist das andere. Aber die Gesichtsform zu konturieren ist eigentlich das Wichtigste bei einem Foto-Make-up. Und somit ist das mein allererster Make-up-Look mit meiner eigenen MAC-Palette. Ich bin mega stolz und freue mich einfach riesig. Ihr findet natürlich alle Infos und auch wo diese Palette erhältlich ist, unten in der Infobox. Achtung, es ist eine limitierte Kollektion. Das heißt, es ist nur eine ganz begrenzte Stückzahl an Paletten verfügbar. Diese Palette spiegelt mich einfach eindeutig wider. Das ist meine Persönlichkeit, das ist meins. Ich habe aber schon darauf geachtet, zum Beispiel auch diesen Espresso, so einen dunklen Braunton, auch in einem schönen, kühleren Unterton zu haben. Oder Naked Lunch ist auch für so, so viele Häutchen einfach perfekt. Funktioniert wirklich als Highlight und als Übergangsfarbe wirklich für alle. Und ja, die beiden anderen, So Oat Right Now ist einfach ein Farbtupfer, den man überall brauchen kann. Und Antiqued ist sowieso die sexieste Farbe in meinen Augen. Also wer sich die Palette unbedingt noch schnappen möchte, schaut auf maccosmetics.at. Und bitte, bitte, wenn ihr ein paar Looks damit schminkt, dann bitte taggt mich überall. Auf Facebook, auf Instagram. Taggt Wikilash Make-up. Ich möchte unbedingt sehen, was ihr damit anstellt. Auf jeden Fall kommen sicher auf Instagram bestimmt noch ganz viele unterschiedliche Looks mit dieser Palette. Ich habe ja, ganz ehrlich, die letzten Monate immer schon wieder damit geschminkt und dann bin ich auch immer wieder gefragt worden, Vicky, was sind das für Farben, was hast du da auf dem Auge? Es war immer diese Palette. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe!